Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon 3 mit dem Unterformat Euer Design. Und hier seht ihr schon ein Design, was ich auf den BMW M4 draufgeklatscht habe. Das Design ist, wenn ich jetzt es nicht ganz falsch ausspreche, von Line and Maurice oder von Line and Maurice oder irgendwie so in dem Dreh, meine Lieben, sorry, wenn ich es falsch sage, ist nicht mit Absicht. Es steht aber nochmal unten da, wer Interesse an einem Design hat, und wollen wir uns das mal in aller Ruhe angucken. Die einen oder anderen werden sie ja von euch schon kennen vom Stream her. Machen wir einen Rundumblick. Die Farben extrem geil, mega die gewagte Kombination. Hier, was ich immer wieder witzig finde, hier Hashtag WLAN Army, WLAN Opa und WLAN King. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das gemacht habt. Ich finde es grandios. Ich bin mal gespannt, wie das bei euch ankommt. Ob das jetzt nur ich so außergewöhnlich finde oder wie ihr das so bewertet. Gerne könnt ihr das mal unten in die Kommentare reinschreiben. Also bei mir ganz klare Ansage, ich finde es außergewöhnlich geil. Und ich würde es auch immer wieder drauf tun, jetzt nicht nur hier bei der Designfolge. Ich finde es cool. Ich finde es richtig cool. Danke dafür an die Designer, die sich da die Mühe gemacht haben. Immer wieder eine klasse Sache für mich, wenn ihr euch da so einsetzt in eurer Freizeit und für jemanden ein Design macht, den ihr gar nicht persönlich kennt. Finde ich richtig, richtig cool. Ein großes Dankeschön geht raus an euch, die ihr so viel Mühe immer gebt. Auch ein großes Dankeschön an alle anderen. Wir sind ja mittlerweile über 900 Abonnenten und da möchte ich mich auch nochmal recht herzlich bedanken, dass ihr da das so gut annimmt. Ich kriege täglich Nachrichten und oder über sämtliche Plattformen, Instagram, YouTube, immer wieder werde ich gefragt, wann kommt der nächste Stream, wann kommt wieder eine Folge. Also von dem her richtig, richtig cool, dass ihr das so fast schon feiert, würde ich es nennen. Danke, danke, danke. Aber jetzt geht es hier eher mal um die Designer. Ich denke mal, wir fahren mal eine kleine Runde mit dem Wagen. Toll, der schiebt mich schon mal weg, der Lümmel da. Und was ist das, ein Tesla? Unverschämtheit. Was macht denn der? Der Kurzschluss. Jetzt hat er es wieder bekommen. Nee, lass uns mal in die City reinfahren. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie noch ein Rennen machen können, dass wir ein bisschen das Design noch auf uns wirken lassen können. Und dann ist es auch nicht das einzige Design heute in der Folge. Da kommen dann noch zwei kommen. Es kommt nochmal eins für den BMW M4. Und eins für den Nissan GT-R. So, lass mal schauen, wo können wir dann da was machen mit dem Wagen. Einmal einen kurzen Blick auf die Karte geworfen. In der City können wir viel fahren, gell? Eigentlich schon. Was ist denn hier? Das ist eine Driftzone. Nee, ich bin echt voll der Driftspastiker. Nee, nicht kaufen. Ich komme schon wieder ganz durcheinander. Wo ist denn einfach ein Rennen? Einfach ein Rennen hier in der Nähe. Da, hier. Da können wir mal hin. Jetzt bin ich ganz durcheinander mit der Tastendrückerei. Ich will selber hinfahren. Aber kann ich das nicht? Ah, hier. Ah, ja, auf dem Stream, glaube ich, beim Stream sind die Tasten ein bisschen anders dann belegt. Und wegen den 700 Meter brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie beamen, porten oder eine Schnellreise machen. Und dann gucken wir mal gleich mal, wie wir uns der Wagen so auf der Straße zurechtkommt. Er ist ja hergerichtet. Das ist ein Tuning, was auf Drift ausgelegt ist. Das habe ich auch runtergeladen. Da weiß ich jetzt leider nicht mehr, von wem das war, aber das hat er mir im Stream angeboten oder mir mitgeteilt. Und der Wagen ist ein bisschen hecklastiger, wie die anderen ausgelegt. Wollen wir mal gucken, was wir machen? Ne, wir machen unser eigenes. Ist das eine Meisterschaft hier? Ne, ich will ja gar keine Meisterschaft machen, oder? Wir machen ein Fanrennen. So, ich glaube, es war sogar richtig. Und dann fahren wir mal nur mit BMWs. Mit ein bisschen Glück kommt das Design ja noch ein zweites Mal drin vor. Ich würde mich jedenfalls tierisch drüber freuen, wenn das jetzt das Spiel so einstellt. Da machen wir unsere drei Runden. Mittag passt auch. Bestätigen den Spaß mal und erstellen die Blaupause. Und dann gucken wir mal, was dann da Schönes gleich passiert. Ich nehme natürlich diesen wunderschönen BMW M4. Das ist noch ein anderes Design, WLAN Army auf dem GTS. Auch sehr, sehr cool. Und da kann man schon mal gucken. Das Design wird vielleicht noch kommen. Das Design wird noch vielleicht kommen. Und weiter hinten ist vielleicht auch noch der Nissan GT-R, aber natürlich nicht bei BMW. Stellen wir das mal ein, nehmen den und fahren eine Runde. Also, die Designer sind unten in der Beschreibung.
ja, nicht verlinkt, aber hinzugefügt. Da könnt ihr gerne mal gucken. Und am Schluss habe ich noch beim Nissan, das ist dann noch ein Special, da habe ich dann auch noch ein bisschen was dazu zu sagen, wie es sich mit dem Wagen hält. Es lädt, es lädt, es lädt. So, alles klar, dann schauen wir mal, was haben wir denn? Ah, ich sehe unser Design nur einmal. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt, das Design. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich finde es halt richtig, richtig geil. Ich finde die Farbkombination mega gewagt und es ist halt wirklich was ganz anderes, was sonst so ist. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, der Wagen ist ja wirklich, hat ja ein Drift-Tuning drauf. Mit einer Platzierung in den vorderen Plätzen brauchen wir nicht zu rechnen. Aber wir schleichen da jetzt einfach mal ein bisschen entlang, genießen das Design. Es geht absolut hier nicht jetzt ums Gewinnen. Wenn wir das tun, ist es auch angenehm und schön. Sondern es geht einfach nur darum, dass wir ein bisschen hier ja, dem Designer die Zeit geben, dass das gewürdigt wird, was er da für eine Arbeit reinsteckt. Weil das Design hat bestimmt länger gedauert, wie drei kleine Runden zu fahren. Nee, also wirklich klasse. Hau mal rum. Auch hier an alle anderen Designer. Wenn ihr auch mal ein Design machen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Sollte schon so einen gewissen Anspruch und Qualität haben, dass es sich auch lohnt vorzuzeigen. Und dann könnt ihr das gerne auch immer abspeichern, irgendwie, dass ich es leichter finde, zum Beispiel unter WLAN-Land. Es gibt ja die Möglichkeit, dass du das einmal, kann ich es unterm Ersteller suchen, was oft gar nicht so einfach ist, weil oft findet man es nicht, aber wenn es zum Beispiel unter WLAN-Land abgespeichert ist, da kann ich dann schon mal ausschließen, dass ich einen Rechtschreibfehler drin habe. Von dem her, als kleiner Tipp für euch, erleichtert mir die Arbeit. Ja, dann war auch so, die letzten Tage oder Wochen eigentlich, kamen ganz, ganz wenig Let's Play-Folgen raus, was irgendwie daran lag. Ich habe einen neuen Computer mittlerweile, dass der, wenn ich ein Video gemacht habe, hat der für eine Minute Aufnahme hat er ungefähr 3 Minuten 30 zum Rendern gebraucht. Und das habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden, dass das so lange gedauert hat. Also jeder kann sich ausrechnen, bei so einer Folge, die 20, 25 Minuten dauert, dass das einfach gar kein Ende nimmt. Und von dem habe ich es erstmal bleiben lassen. Habe im Internet geguckt, getan und gemacht und irgendwie alle 4 Prozessorkerne auf einmal aktiviert, schon ab Start. Braucht zwar mehr Strom, aber ist irgendwie auch wurscht. Ich wollte eigentlich nur mal die Dinger schnell wieder rendern. Und letztendlich nach langer, langer Suche habe ich den Fehler gefunden. Bei dem Stream ist ja immer oben links und rechts eingeblendet einmal mein Gamertag und auch hier, wie ich auf Instagram heiße. Und anscheinend, weil ich das nicht weggemacht habe, hat es so lange gedauert, dass der das auf jedes einzelne Bild nachträglich drauf kopiert, rendert, editiert, keine Ahnung, dass das irgendwie dermaßen viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ja. Jetzt ganz einfach habe ich die Logos weggemacht. Ihr seht sie nicht mehr, weil sie auch nicht mehr da sind. Und schwuppsdiwupps ist aus einer Minute Aufnahme ist es innerhalb von 3, 4, 5 Sekunden gerendert. Also überhaupt gar kein Thema, muss man sich mal vorstellen. Jetzt kann ich auch wieder öfter mal Videos machen, wenn ich weiß, dass der Computer nicht dann irgendwie 3 Stunden braucht für so ein Video. Und ja, bin ich auch froh, dass ich den Fehler wieder gefunden habe. Lange im Internet rumgesucht, letztendlich war es eine, wie in den meisten Fällen, eine Kleinigkeit. Aber nun passt es ja auch wieder. So, jetzt wage ich mich mal ein bisschen was. Ich bin ja trotz hier dieser Schleichfahrt auf Platz 7. Wahrscheinlich ist der Schwierigkeitsgrad ganz, ganz gering eingestellt. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht sowas auch wie, keine Ahnung, Amateur oder Anfänger. Schon echt ewig lang nicht mehr so gespielt. Alles neu wieder. Zwischendrin war auch mal, ist die Anja auch mal gefahren. Da haben wir dann auf Automatik gestellt. Und das war auch irgendwie total umgewurzt. Das habe ich jetzt auch wieder auf manuell schalten eingestellt. Aber jetzt passt. Nee, auch ein cooles Auto. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr driften hier. Aber wir kommen schon ins Ziel. Ja, sehr schön. Das soll es gewesen sein mit dem ersten BMW M4. Wir schauen uns gleich mal den zweiten BMW M4 an. Und nochmal vielen Dank an die Designer. Stehen unten in der Beschreibung. Grandios. Schreibt mir mal wirklich rein, wie ihr das Design findet. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es so ein bisschen bei euch polarisiert und die einen das vielleicht auch mega geil finden und die anderen nicht so. Von mir ganz klare Sache, ich finde es mega, mega geil. Weiter geht's. Wir porten uns mal gleich in Richtung Festivalgelände
Und da suchen wir uns dann schon den nächsten BMW raus. Und es gibt 100.000 Credits, auch immer geil. Preis abholen, damit ist der BMW schon wieder bezahlt. Und dann gucken wir mal, was das zweite Design ist. So, und da sind wir auch schon. Nach einem kleinen Schnitt sind wir wieder da. Und das ist das zweite Design, auch ebenfalls ein BMW M4. Hat der Noel gemacht, Guardio 04, der macht immer wieder schöne Designs. Und deshalb stellen wir auch mal seins hier vor. Hier ist so ein bisschen angelehnt, hier Fahrschule, WLAN-Land und hinten hat er ein deutsches Kennzeichen drauf gemacht, WLAN Queen, so als Anlehnung an die Anja, die ja auch immer wieder bei den Streams mitmacht. Und das finde ich auch richtig, richtig cool gemacht, Noel. Danke dafür. Feiere ich auch sehr, sehr das Design. Jetzt schauen wir mal, ob wir das uns ein bisschen genauer angucken können. Ja, Logo im Forza Vista, oder? Hat er schon mal so ein Design gemacht und ich finde diese Flammen, die sind schon richtig, richtig cool. Also diese, ihr seht ja, was ich meine. Viel Arbeit, klasse umgesetzt, schöne Details. Sehr, sehr cool. Passt, der Farbton ist so ein, glaube ich, so ein, wahrscheinlich ein recht normales Silber irgendwie. Und dann halt das, diese kleinen Flammen da drüber geklatscht. Ich finde es richtig cool. Was kann ich denn da machen, wenn ich jetzt da drauf klicke? Was sagt er mir mit dieser Spraydose? Weiß ich nicht, was er mir jetzt sagen will. Es spielt ja auch gar keine Rolle. Fahren wir einfach mal eine Runde mit dem BMW M4. Mein, heute fällt mir das Reden irgendwie schwer. Und dann könnt ihr mir auch gerne da in die Kommentare reinschreiben, wie ihr dieses Design findet. Auch von mir ganz klar Daumen nach oben, finde es richtig cool. Los geht's. Da machen wir hier ein kleines Stadtrennen, oder? Ui, der bricht auch ganz schön aus. Ich glaube, der ist sogar Standard. Da können wir hier gleich machen mal ein... Ah, das ist ein... ich weiß nicht. Wenn ich jetzt hier so ein Rennen mache, so ein illegales Autorennen, da ist oft die Problematik, dass die im Dunkeln sind und wär irgendwie nichts, was dem Designer gerecht werden würde, wenn das Auto jetzt nur im Dunkeln bewegt wird. Ah, und das ist aber, was ist das für eine Strecke, wenn er mir schon die anderen Autos hier vorschlägt? Es gibt ja diese Strecke hier, warte mal, gehen wir mal zack da drauf, wo man so viel im Dreck rumfährt. Ja, das ist die, die können wir nicht mit dem BMW fahren, das bringt überhaupt nichts. Dann gehen wir mal dahin. Warum will er, ich komme ganz durcheinander mit den Tasten, ich will da nicht schnell hinreisen, ich will da einfach nur markieren, Route festlegen, ah, dann fahren wir da schnell hin. Und machen da ein kleines Stadtrennen. Also auch hier Dankeschön an den Noel, der immer wieder schöne Designs aus seiner, aus seiner Designschmiede zaubert. Richtig, richtig geil geworden. Haben wir auch schon im Stream gefahren, das, die beiden Designs. Doch, beide sind wir schon im Stream gefahren. Ja, Logo, beide sind wir schon im Stream gefahren. Und das dritte, was nach dem kommt, sind wir, ja, Logo, sind wir auch schon gefahren. Kann ich schon mal dazu sagen, das hat der Finn gemacht. Steht auch in der Beschreibung genau sein Name. Und dann machen wir nochmal eine kleine Runde mit dem BMW. Was machen wir denn hier? Ich stelle es ein. Ich will nicht im Dunkeln und im Nassen fahren. Das Auto, die müssen wirklich so beim Tageslicht vorgeführt werden. Lasst uns mal kurz gucken. Diesmal können wir German Performance machen. Das spielt ja keine Rolle. Renneinstellungen, Mittagkeiter da, das passt auch. Bestätigen den Spaß mal. Stellen das hier ein, ja. Und nehmen das. Jetzt mag ich nur mal gucken, wählen, jawohl, da ist er, welches, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich spiele. Ich weiß, das ist irgendwie, ich glaube, das ist ganz, ganz geil, so weit unten, wenn man sich das Rennen von gerade eben anschaut, da habe ich ja mich wirklich nicht großartig bemüht und bin ja doch irgendwie im Mittelfeld gelandet. Ja, mal schauen, das passen wir auch mal gleich noch ein bisschen an. So, dann gucken wir uns das mal an, wie die Einstellungen hier sind. Lass mal gucken, Optionen. Ne, Steuerung. Ich weiß schon echt nicht mehr, wo es macht. Schwierigkeit. Was haben wir denn für Schwierigkeit? Durchschnittlich. Gehen wir mal auf überdurchschnittlich und gucken mal, wie weit wir da kommen. Akzeptieren den ganzen Spaß mal. Und dann starten wir auch gleich mal das Rennen. Passt. Hat es jetzt geklappt? Rennen starten, jawohl. Ich bin gespannt, wie es jetzt läuft. Oh, Start nicht so gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir dann richtig gutes Rennen vielleicht hinbekommen. Wir spielen jetzt auf Überdurchschnitt. Überdurchschnittlich. Ich habe keine Ahnung, was ich davor immer gefahren bin.
Aber ich, wenn man da ein bisschen mal ein, zwei Monate zurückschaut, Erster werde ich irgendwie nicht immer, eigentlich dann nicht immer so im Mittelfeld, aber mich stört es ja irgendwie überhaupt nicht. Ich fand das ja irgendwie so total zum Spaß. Aber es ist schon gut, dass ich das hier jetzt wieder eingestellt habe, weil es ist total ätzend. Oh, wie die hier fahren, voll furchtbar, da wird eigentlich mehr gehen. Wenn man das im Regen fährt, dann macht das keinen Spaß, weil das Design ist schon richtig cool und ja, wo könnte man das besser präsentieren als bei Sonnenschein. Bei Nacht und Regen bringt das nichts. Okay, alles klar. Ich glaube, ich könnte da sogar noch ein paar Plätze gut machen, bei überdurchschnittlich. Da geht es schon wieder auf Start und Ziel. Jetzt schauen wir mal. Überholen wir sogar noch den Porsche. Der wird wahrscheinlich auf der Geraden schneller sein. Nö, gar nicht mal. Und. Nee, auf der Geraden, da geht dann auf einmal was so ab 220, 210. Darum. Nee, cooler Wagen auf jeden Fall. Kannst auch leicht so in den Drift reinhauen. Es geht zwar jetzt hier nicht um den Wagen an sich. Oh, falscher Gang. Und dann schau mal, krass, wie der Ace Gold da abgebremst hat. Weiter geht's. Darum. Eigentlich schon cool mit den Fahrzeugen hier. Super Saloons. Oder was habe ich eingestellt? Ich glaube schon Super Saloons, oder? Runterbremsen. Ich fahre schon so ein bisschen vorsichtig mit dem Wagen, aber geiles Design. Auf jeden Fall taugt mir auch da nochmal ein Dankeschön an dich. So, Runde 2, dritter Gang, zweiter Gang. Sehr cool, haben wir das auch geschafft. Vollgas. Vielleicht schaffen wir sogar noch auf dem vierten Platz. Auf der Geraden wird der Porsche wieder ankommen. Machen wir uns mal ein bisschen breit, oder? Ah, da ist er schon. Wo ist er da hinten? Ah ja, alles klar. Oh, ein bisschen spät gebremst, oder? Schauen wir mal, kommen wir durch. Ja, vierter Gang. Zweiter Gang. Dritter Gang. Vierter Gang. Cooler Wagen. Es geht zwar nicht ums Auto, sondern ums Design, aber der M4 gefällt mir irgendwie an und für sich immer besser zum Fahren. Und irgendwie stand auch schon beim Starten da, dass es irgendwie mein Lieblingsauto geworden ist. Oh, habe ich den Jackpot verpasst? Macht nichts. Tatsächlich habe ich verpasst. Ich kann sogar zurückspulen, sehr cool. Und ich sehe schon, die Folge wird länger wie die anderen. Ja, habe ich den auch noch bekommen. Ja, doch ein Vorteil, wenn man zurückspult. Und dann geht es wieder auf Start und Zielgerade. Werden wir dann wahrscheinlich... Alles noch gar nicht Start und Ziel, gerade erst in der nächsten Kurve. Werden wir dann wahrscheinlich auf dem fünften Platz beenden. Ah, vielleicht geht sogar noch was. Das wird eine knappe Angelegenheit. Nein, das klappt nicht mehr. Aber wir kommen auf den fünften Platz. Passt auf jeden Fall, ich bin zufrieden. Und dann geht es auch schon gleich zum nächsten Design. Und zwar ist es dann der Nissan GT-R in der Black Series Edition. Gehen wir mal fortsetzen, überspringen, fortsetzen, ja hopp. Und dann schlage ich vor, wir sehen uns gleich mit dem Nissan. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Und zwar hier mit dem letzten Design in der Folge, mit dem Nissan GT-R in der Black Series Edition. Der Designer ist der Finn, sein Benutzername, den weiß ich jetzt, den kriege ich jetzt gerade nicht zusammen, ist ein bisschen längerer. Steht aber alles unten in der Beschreibung. Und da auch nochmal ein Riesendank an den Finn. Der Finn ist auch der Designer oder der, ja, kann man sagen, der Designer, der dieses WLAN-Logo designt hat. Das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Sieht man das irgendwo? Warte, gehen wir aus Forza Vista. Das kann man eben auch nochmal. Er ist wirklich derjenige, der dieses Design da oben auf der Motorhaube designt hat und mir zur Verfügung gestellt hat. Nochmal herzlichen Dank dafür. Richtig grandiose Sache, dass du da so einen Einsatz gemacht hast. Und da war so der Hintergrund, das könnte, oder ich sage es einfach mal, das ist das offizielle Community-Auto von unserem Club, von unserem YouTube-Kanal. Also wer das runterladen möchte, ich schreibe alles unten, ihr könnt das alles unten in der Beschreibung nachlesen. Ich finde das auch richtig, richtig geil. An und für sich wirklich ein schlichtes Design, schwarz und weiß gehalten. Aber es ist einfach, oft ist weniger mehr und ich finde das richtig mega geil. Hammer. Also mir gefällt es richtig gut. Ich bin ja auch ein Fan von dem Wagen. Der gefällt mir auch super gut. Und natürlich kriegt das Auto jetzt auch noch seinen Ruhm.
Und dann fahren wir da gleich mal eine Runde damit. Also, danke an den Finn, der sich da eine Riesenarbeit mit dem Design gemacht hat. Ich finde es einfach grandios, wirklich klasse. Also, mir fehlen da teilweise die Worte, um das in ein, zwei Sätzen zu packen, wie sehr mich das freut, dass ihr euch da Zeit nehmt, für mich, den ihr ja gar nicht persönlich kennt, sondern nur über das Internet, so eine Arbeit reinzustecken. Also, an alle Designer nochmal ein riesen herzliches Dankeschön. Es ist einfach eine riesen Anerkennung für mich, dass ihr euch da so eine Mühe macht. Und ja, es ist teilweise, bin ich da fast wie fassungslos oder also es berührt einen schon fast sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Bevor wir jetzt die Tränchen runterrollen, fahren wir gleich mal eine Runde mit dem Nissan GT-R Black Series, designed vom Finn. So, schauen wir mal. Der hat mir auch schon wieder weitere Autos geschickt, die er gemacht hat bei Instagram. Ich sage ja immer Instagram. Da merke ich, der ein oder andere lacht ein bisschen. Aber halb so wild, dann sage ich jetzt nur noch Insta. So, jetzt schauen wir mal. Da haben wir sogar ein bisschen freie Fläche. Vielleicht können wir ein bisschen ausrollen lassen und nochmal gucken. Also ich finde es richtig, richtig cool. Absolut geil. So viel zum Thema freie Fläche. Wollen wir gleich mal ein kleines Rennen hier machen? Der Wagen ist ja Allrad und ich glaube, hier ist sogar. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn? Wollen wir. Ne, wir machen nochmal. Ich will. Ich schau mal. Vielleicht gehen wir nochmal auf Nissan. Vielleicht finden wir doch den einen oder anderen. Oder weißt du was? Ne, wir machen ganz was anderes. Wir suchen wirklich nur die Nissan Black Series raus. Vielleicht sind ja da noch ein paar andere dabei. So, lass mal gucken. Nissan, 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 Nissan. Gleich kommt's. Uah, da ist es. Und jetzt sehe ich da allerdings. Okay, das sind jetzt nur die Originalfarben. Das ist ja nichts mehr. Dann nehmen wir mal Nissan GT-R Black Series Horizon Edition. Nein, sondern den Standard. Den hat der genau. Das ist der 2012er. Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich probiere es einfach mal. Aber den habe ich in der Garage. Ich gehe auf Hinzufügen und bestätigen. Und wenn nicht, dann basteln wir halt nochmal. Und dann machen wir dann auch wieder 3 Runden mit der Keiter. Das passt auch. Und jetzt gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass dann doch irgendwie mehr Leute das Auto im Spiel jetzt nehmen müssen. Jawohl, also dann mal den und den. Habe ich schon zweimal gekauft. Sehr, sehr cool. Ich finde den schon richtig geil. Also wirklich, danke für das klasse Design. So, jetzt schauen wir mal, was sich denn da Schönes machen lässt. Und den Nissan GT-R, soweit ich weiß, habe ich mit dem, glaube ich, noch nie eine Let's Play-Folge gemacht. Falls ich doch eine gemacht habe, dann scheiß drauf, dann mache ich auf jeden Fall nochmal eine. Der Wagen macht richtig Laune zum Fahren. Oh, jetzt sehe ich gerade unten. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Unten läuft dieser Timer so komisch. Ist alles noch im Strom? Da läuft nicht jede Sekunde, sondern immer so 2, 3 Sekunden. Na, ich bin ja mal gespannt, was das jetzt wird. Wir starten einfach mal das Rennen, bevor hier noch die Technik den Geist aufgibt und los geht's. Jetzt habe ich gar nicht geschaut. Vielleicht ist da noch einer in dem Design? Nee, leider nicht. Der Wagen ist halt performance-technisch schon richtig cool. Allrad halt. Macht richtig Laune zu fahren auch und dann noch mit dem Design. Sehr cool. Nee, macht wirklich Laune. Und hier fahre ich mal ein bisschen aggressiver. Vielleicht kommen wir doch mal auf die ersten 3 Plätze. Ich bin immer zurzeit so auch auf sauber fahren aus. Ich will nicht mehr in die Wände reinkrachen. Ich bereite mich schon mal ein bisschen vor auf Forza Motorsport 7, weil da einmal ins Kiesbett gerast und da ist dann dein Rennen gelaufen. Und immer schon mal einen sauberen Fahrstil angewöhnen. Und dann geht es auch gleich in Runde Nummer 2. Sehr cool. Geiles Design, geiles Fahrzeug. Rum, 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 rum. So eine lange Folge, jedenfalls länger wie alle anderen. Ich versuche immer so auf 20 Minuten zu bleiben, aber die 3 Designs, die wollte ich jetzt schon mal vorführen. Rum, rum, rum. Mal schauen, wir sind auf dem 3. Platz. Boah, der Wagen ist so geil. Du kannst da wirklich in der Kurve so krass schnell beschleunigen. Grandioses Fahrzeug, wirklich grandios. Dermaßen
viel Grip drauf. Runde 3 ab jetzt. Jetzt schauen wir, vielleicht kommen wir noch an den ersten dran. Hätte ich gar nicht Bremsen brauchen. Boah, wie die krass der am Boden liegt. Und Vollgas, Vollgas, Vollgas. Ein geiles Fahrzeug. Schauen wir mal in der Innenansicht. Ah, da mache ich es wieder nicht so gut. Geiles Teil. Also wirklich eins meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge im Spiel. Hoppala, da habe ich jetzt wirklich den Bremspunkt total weggeschmissen. Hinter mir ist einiges los. Aber Innenansicht fahren macht halt gleich nochmal ein bisschen mehr Laune oder es hat einen höheren Anspruch. Und dann geht es auch auf die Start- und Zielgerade und ich denke mal, wir werden es auf Platz 2 beenden. Jawohl, wunderbar. Na gut, meine Lieben, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken an die Designer. Wer sich für die Designs interessiert, gerne mal unten in der Videobeschreibung reinschauen. Da ist alles drin, wie sie heißen, was für Autos es waren. Und von dem her soll es auch gewesen sein mit dieser Folge, euer Design. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen grandiosen, tollen Tag. Lasst euch gut gehen. Ciao.